Für viele Private-Equity-Investoren gilt es als hohes Risiko, in Biotech und Medtech zu investieren. Dabei wäre das gerade jetzt in Zeiten der Pandemie besonders wichtig, sagt Dr. Moritz Weber. Er ist Partner und Rechtsanwalt bei Rittershaus. Er hat unter anderem das Unternehmen CureVac beraten. Und warum deutsche Investoren so zögerlich sind und was man ändern kann, das erfahren Sie jetzt gleich im Expertentalk. Deswegen bleiben Sie dran. Es wäre gut, wenn wir die German-Angst überwinden könnten, wenn es um Investitionen in den Bereich Biotech und Medtech geht. Das sind die Worte von Dr. Moritz Weber. Er ist Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Rittershaus. Ganz herzlich willkommen. Toll, dass Sie heute hier sind. Ja, was muss sich denn ändern, damit die Investoren, die deutschen Investoren, ihre German-Angst verlieren und wirklich investieren? Ja, vielen Dank zunächst mal, dass ich in diesem tollen Format teilhaben darf. Ja, nach alledem, was wir hören, wenn wir mit Investorenvertretern sprechen, ist es so, auf Biotech- und Medtech-Investitionen angesprochen, schlagen die oftmals die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, das ist ja genauso wie eine Venture-Capital-Investition, nur mit einem viel größeren Format, mit einem viel größeren Risikoformat für uns. Denn man muss sich das so vorstellen, zumeist haben diese Unternehmen, diese Firmen noch kein Produkt, was Marktreife hat, noch kein marktreifes Produkt, kein Produkt, was verkauft wird. Sie befinden sich noch im Entwicklungs- und im Forschungsprozess und dort werden immense Summen an Geld eben benötigt, sodass wir hier eben von zigfachen Millionenbeträgen sprechen. Und das ist für die meisten Investoren, will nicht sagen ein rotes Tuch, aber zumindest ein Problem, wenn sie zumindest nicht am Horizont absehen können, wie das Geschäftsmodell denn später einmal sich verwirklichen kann und ob es sich überhaupt verwirklichen kann, sodass man ja dort sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Ein weiterer Punkt ist eben sicherlich auch noch das Problem oder die sehr komplizierte Technik, die diesen Geschäftsmodellen zugrunde liegt. Wer nicht gerade naturwissenschaftlich fundierte Kenntnisse hat oder dort studiert hat, der wird meist Probleme haben, dort sofort zu durchschauen, was die revolutionären Ideen sind, die dort umgesetzt werden können. Und das schadet natürlich logischerweise dem Gesamtverständnis für das Geschäftsmodell, sodass die Investoren dort meist sehr zögerlich sind. Was müsste sich denn Ihrer Ansicht nach ändern, damit die Zögerlichkeit sich aufhebt? Nun, das ist ein ganzes Motivbündel, ein ganzes Bündel an Maßnahmen, ein ganzes Bündel an Überlegungen, was sich da ändern müsste. Fängt mit den Investoren an, geht über die Beraterseite, die den Investoren zur Seite steht. Und natürlich kann auch die öffentliche Hand das ihre dazu tun, dass es dort zu Fortschritten kommt. Zunächst einmal auf den Investor selber bezogen. Der sollte vielleicht mal mit sich in Klausur gehen und mal überlegen, ist das Mindset, also quasi diese Zurückhaltung, die ich dort habe, was solche Investitionen angeht, ist das wirklich berechtigt? Ist das wirklich etwas, was mich auch mit meinem Geschäftsmodell als Investor in die Zukunft bringt? Denn wenn man überlegt, dass diese ganzen Technologien unsere Zukunft sind, sein werden, wäre es für viele der Investoren wichtig, sich mit diesen Geschäftsmodellen so früh wie möglich vertraut zu machen, um dort nicht den Zug aus dem Bahnhof fahren zu sehen und am Bahnhof stehen zu bleiben. Also die Investoren sollten dort, wie soll man sagen, mit der Zukunft gehen. Vielleicht zum einen mit aufsteigen in den Zug, ne, und nicht hinterherwinken. Exakt das. Dabei können Ihnen natürlich auch Berater hilfreich zur Seite stehen. Und das ist ein weiteres Problem, was wir in Deutschland sehen, wenn wir uns mal auf die Seite der Investmentbanken beziehungsweise der sonstigen Multiplikatoren schlagen, die Investoren in solchen Konstellationen normalerweise ansprechen. Dort haben wir in den letzten Jahren eine enorme Menge an Expertise verloren. Das muss man ganz klar so konstatieren, wenn wir das mal vergleichen mit anderen Börsenplätzen oder Plätzen, die für Investoren attraktiv sind, wie beispielsweise den USA, sieht man dort einen Unterschied wie Tag und Nacht. Das muss man genauso sagen. Wir sind in Deutschland einfach nicht mehr von den Expertisen, von den Kapazitäten, die in die Expertise fließen, so aufgestellt, dass man dort ein zufriedenstellendes Konzept Investoren präsentieren könnte. Und der dritte Punkt ist sicherlich die staatliche Seite. Die öffentliche Hand könnte hier mit gezielten Maßnahmen sehr viel Gutes bewirken.
keine Gießkannenförderung, sondern Exzellenzförderung, Clusterförderung, wirklich konzipiert und fokussiert auf bestimmte lohnenswerte Objekte. Dabei soll der Staat natürlich nicht Unternehmer spielen. Der Staat ist, wie wir wissen, meist nicht der bessere Unternehmer, sondern er soll sich dort zurückhalten, gegebenenfalls alternative Finanzierungsmodelle wie beispielsweise Mezzanine, Finanzierungen oder auch stille Beteiligungen wählen. Und schließlich könnte er, und das ist ein großer Punkt, die Investoren selber entlasten. Er könnte beispielsweise Gewinne, die erzielt werden aus dem Verkauf solcher Investments, steuerfrei stellen. Oder er könnte Verluste, die anfallen, weil ja, sich ein solches Investment einmal nicht ausgezahlt hat und einmal zum Totalverlust gegebenenfalls sogar geworden ist, könnte er Verlustvorträge weitaus mehr den Investoren zur Verfügung stellen, diese quasi zu erlauben und weiterzutragen, als er dies bisher tut. Das ist ein ganzes Bündel, was Sie jetzt natürlich nennen, an Möglichkeiten. Also da ist, wie ich sehe, noch ordentlich Luft nach oben möglich in Deutschland. Und Sie sagten auch schon, das sind ja wirklich höherstellige Millionenbeträge, die man investieren muss, wenn man in diesen Bereich von Forschung, Impfung und diesen Dingen geht. Jetzt sagt der eine oder andere, natürlich ist richtig, darüber nachzudenken und ganz genau abzuwägen, ob man da investieren will, wie Sie es auch sagen. Auf der anderen Seite stellt sich mancher die Frage, hat man nicht auch eine moralisch-ethische Verpflichtung? Also wenn man das mal betrachtet, da geht es ja auch um das Stichwort Nachhaltigkeit. Das ist ein sehr gutes Stichwort. In der Tat, wir beobachten bei sehr vielen Investoren, dass ja, das Thema Sustainable Investments an Momentum gewinnt. Das wird also wirklich, wirklich sehr, sehr bedeutend für viele Investoren. Wenn man dann allerdings mal fragt, was versteht ihr denn unter Sustainable Investment, dann lautet die Antwort meist, ja, das sind doch alternative Energiegewinnungsthemen, das sind doch nachhaltige, umweltfördernde, ressourcenschonende und faire Produktion und Handel von Produkten. Das Stichwort MedTech, Biotech oder Impfstoffe fällt eigentlich dort in diesem Zusammenhang bisher leider nicht, obwohl es eigentlich ein ja, Paradebeispiel wäre, was ein Sustainable Investment eigentlich ausmacht. Nehmen wir das Impfstoffbeispiel. Der Impfstoff wirkt ja, für den Menschen. Das ist etwas, was die Gesundheit, das Leben des Menschen nachhaltigst beeinflusst, wenn man das so sagen darf. Näher dran sein kann man eigentlich gar nicht. Und zum Zweiten kommt sicherlich noch eine finanzielle Komponente hinzu, wenn man nämlich mal sieht, dass sich Impfstoffhersteller tatsächlich verpflichten, ihre Impfstoffe an ja, dritte Weltländer, Länder, die nicht so gut gestellt sind wirtschaftlich, wie wir es sind, zu einem niedrigeren Preis, vielleicht einem symbolischen Preis abzugeben, dann, zumindest nach meinem Verständnis, ist doch die sind doch quasi die Kriterien, die ein Sustainable Investment eigentlich ausmachen, vollumfänglich erfüllt. Ja, also das klingt sehr nachvollziehbar und einleuchtend. Beim Stichwort Impfstoffherstellung ist die mRNA-Technik eine, die mittlerweile fast jeder Deutsche wahrscheinlich kennt, zumindest den Begriff, denn er gehört in den Zusammenhang mit der Impfstoffherstellung. Jetzt haben Sie im vergangenen Jahr einen großen Hersteller von Impfstoff beraten für den Börsengang, und zwar CureVac. Können Sie uns so einen kurzen Einblick geben, wie haben Sie das selber erlebt, wie war das, wie haben wir uns das vorzustellen? Ja, also ein hochspannender Prozess, an dem ich wirklich teilnehmen durfte, muss man ganz ehrlich sagen, dass das war nahezu wirklich, wirklich einmalig in dieser Konstellation. Logischerweise, es startete in 2019, normale Finanzierungsrunden starten. Man spricht Investoren an und wartet auf positives Feedback. Da war natürlich wenig Dynamik drin. Es ging ja einfach um eine, wie soll man sagen, eine schnöde Finanzierungsrunde ohne besondere Vorkommnisse. Business as usual. Anfang 2020, wir wissen das alle, brach die Pandemie über uns hinein und CureVac hat da schnell die Initiative ergriffen und erkannt und auch öffentlich gemacht, dass sich gerade diese mRNA-Technologie sehr gut eignet, um als ja, Impfstoffträger zu fungieren, um Antikörper quasi in den menschlichen Körper zu bringen, um dort quasi das Virus zu bekämpfen. Das wiederum hat den Bund auf den Plan gerufen, wenn man das so sagen darf, der sich logischerweise Mechanismen gesucht hat, wie er sich in die Pandemiebekämpfung einbringen kann und dort eben sah, dass das vielleicht ein Fall wäre, mit dem man
vielleicht salopp formuliert, zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Zum einen ist es deutsche Technologie, zum anderen eben ein sehr vielversprechender Ansatz. Und schließlich mündete das in der Tat darin, dass wir dort eine Investitionszusage von 300 Millionen Euro erhalten haben, was natürlich eine massive Auswirkung auf die Finanzierungsrunde hatte und eine bisher nicht gekannte Dynamik in die Runde brachte, sodass quasi wie Pilze aus dem Boden die Investoren Zusagen, neue Investoren zu sagen, eben uns ereilten und die Gesellschaft erfreuten, sodass wir wirklich im Juli dann eine sehr große Finanzierungsrunde schließen konnten und dieses Momentum quasi mitnehmen konnten, dann direkt um Mitte August an der Nasdaq mit dem Unternehmen an die Börse zu gehen und nochmals logischerweise einen sehr, sehr konsiderablen Betrag einspielen konnten. Und das hat ja nicht geendet jetzt 2020, ne? Also es ging ja weiter. Also jetzt haben wir ja ganz aktuelle News aus 2021. So ist es. Abgerundet wurde das Ganze, wirklich eine sehr erfreuliche Nachricht in dieser Woche, Anfang Februar, durch eine weitere Kapitalerhöhung an der Nasdaq, bei der unproblematisch weitere 500 Millionen US-Dollar eingespielt werden konnten. Also eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Toll, das klingt sehr spannend, sehr interessant. Wenn Sie es nochmal in drei Sätzen zusammenfassen, wie können wir es in Deutschland schaffen, unsere German-Angst vor Investitionen in Biotech und Medtech zu verlieren? Ja, also die Investoren, wie gesagt, sollten sich intern besser aufstellen. Sie sollten sich Kompetenz an Bord holen, um mit diesen neuen Techniken besser umgehen zu können, sie besser verstehen, sich besser in die Geschäftsmodelle einarbeiten zu können. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, dass sicherlich der Staat das Seine dazu tun kann, indem er flankierend Förderungsmaßnahmen vergibt, indem er den Investoren die Möglichkeit verschafft, Steuererleichterungen zu bekommen, Erträge gegebenenfalls steuerfrei zu stellen, Verlustvorträge vollumfänglich, vollständig zu nutzen. Das wären sehr, sehr hilfreiche Maßnahmen in diesem Zusammenhang. Und was wir auf jeden Fall brauchen, sind Leuchtturmprojekte, Leuchtturminvestoren, die quasi vorangehen. Und ich denke, da kann das Impfstoffprojekt, das CureVac-Projekt vielleicht ein bisschen als Orientierungshilfe wirken. Es reicht sicherlich nicht einzig, aber aus, um dort vielleicht eine besondere Wucht zu entfachen. Aber es ist auf jeden Fall ein Anfang und darauf sollten wir definitiv aufbauen. Dr. Moritz Weber, Partner und Rechtsanwalt der Kanzlei Rittershaus, haben Sie ganz herzlichen Dank für den Einblick in dieses spannende Thema, auch für Ihre Ideen und Ihre Vorschläge, wie man diesen Standort Deutschland für deutsche Investoren in Biotech und Medtech attraktiver machen kann, beziehungsweise die Angst nehmen kann. Ganz toll, vielen Dank für Ihre Expertise und haben Sie auch ganz herzlichen Dank, dass Sie alle mit dabei waren. Sehr gerne. Bleiben Sie gesund.